Nana Pitarelli, 38 Jahre jung, Juristin im Landesdienst, Präsidentin des Stadtviertelrates Gries Quirein und Präsidentin des Vereins Zukunft Bozen. Wir haben entschieden, mit der SVP zu kandidieren, weil wir viele Gemeinsamkeiten haben in Bezug auf die Vorstellungen und auch auf das Programm, wie zum Beispiel im Bereich Wirtschaft, im Bereich der bürgernahen Gemeindepolitik und auch in der Sozialpolitik. Ich bin für die Neuerung in Bozen. Ich glaube, dass Bozen frischen Wind benötigt, vor allem im Bereich Innovation. Hierfür müssen die innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Bildung und Wirtschaft sich entwickeln können, sich frei entfalten können. Weiters sehr wichtig, glaube ich, sind Privatinitiativen, die in der Stadt Bozen ihren Platz finden müssen, damit die Wirtschaft angekurbelt wird und damit Arbeitsplätze geschaffen werden. Was mir besonders am Herzen liegt, ist die Jugend. Junge Menschen brauchen Perspektiven in der Stadt Bozen. Das Know-how von jungen Menschen darf nicht verloren gehen. Und deshalb ist es wichtig, Weichen zu stellen, damit junge Menschen Arbeitsmöglichkeiten haben und Wohnmöglichkeiten, die sie sich leisten können.